Der Tunnel ist halt eine sehr effektive Verteidigungsform gegen eine Räumung. Das Sinnvolle daran ist halt, dass es viel schwieriger ist, einen Tunnel zu räumen als jetzt ein Baumhaus. Weil erstens, man weiß halt nicht genau, wo die Menschen sich befinden. Also die Verletzungen an der Oberfläche weiß nicht, wo die Menschen im Tunnel drin sind. Und außerdem werden halt die ganzen Gänge mit Türen verbarrikadiert und so. Das heißt, einfach reinkommen, das geht viel schwieriger. Aber so oder so wird das hier wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Es geht eigentlich darum, die Räumung so lange hinauszuzögern, dass es noch die Möglichkeit gibt, dass Leute oben irgendwie viele Leute mobilisieren können, das Ganze groß irgendwie skandalisieren können, sodass vielleicht diese Räumung noch gestoppt werden kann, aber dafür braucht es einfach viel Zeit. Aber wir denken, der Protest hier an diesem Ort ist wichtig und es ist wichtig, dass hier, dass eine öffentliche Aufmerksamkeit entsteht. Und die Welt steht im Moment vor einer Klimakatastrophe. Und wenn die Gesellschaft oder die Wirtschaft durch den Kapitalismus gezwungen wird, noch immer weiter Profit auf Sachen wie Braunkohle zu schlagen, dann kann das nicht gut für die ganze Menschheit sein. Vor allem, weil das hier sich ja nur auf die nationale Wirtschaft bezieht, aber weltweite Konsequenzen hat. Und wenn wir eine Welt erreichen wollen, in der alle Menschen ein gutes Leben haben können, dann müssen wir halt auch mit Sachen wie Braunkohle aufhören.